Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen der Aktionär TV Interview. Wir sprechen heute über den deutschen Leitindex mit Christian Wohlerich von Flatex. Herr Wohlerich, Sie waren die letzte Woche ja nicht da, da hat der DAX eine ordentliche Rallye hingelegt. Wir haben sogar auf die 14.000-Punkte-Marke hingefiebert. Aktuell befindet sich der DAX ungefähr 700 Punkte davon entfernt. Wir haben einen schwachen Handelsauftakt gesehen am Montag. Der deutsche Leitindex verlor rund 2,3%. Wie bewerten Sie das charttechnische Bild aktuell beim DAX? Also kurzfristig betrachtet, wenn man mich in den Urlaub schickt, wäre das für den deutschen Leitindex ganz förderlich. Man müsste mal so einen Backtest machen in der Vergangenheit, wie sich das in der Vergangenheit in den Sommermonaten dargestellt hat. Nein, Spaß beiseite, wir brauchen keinen neuen Wohler-Indikator, sondern schön wieder auch hier wieder live quasi mit dabei zu sein. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, direkt zu Beginn, im Kern ist es egal eigentlich, was ich in die Kamera sage, denn wichtig ist, dass Sie selber da draußen einen Plan haben. Ich habe mir im Zuge meines Urlaubes und jetzt auch in den ersten Tagen Gedanken gemacht, chartbildtechnisch, wie das für den deutschen Leitindex aussehen könnte. Habe dazu mal zwei Bilder vorbereitet. Bei dem ersten Bild sind es die Kerzen auf Tagesbasis und man sieht hier sehr schön den Ichimoku Kinkoio, den ich seinerzeit über den Wolkentrader Samuel Boyer dann auch gelernt habe an der Stelle. Und da muss man ganz klar sagen, die Kerzen sind innerhalb der Wolke aktuell. Und für mich ist das persönlich aufgrund meiner Erfahrungswerte weder Fisch noch Fleisch an der Stelle, eher abwarten Gedanken hierbei, wenn man Entscheidungshilfen mit Kerzen auf Tagesbasis inklusive dieses Indikators zieht. Es ist sowohl Luft nach oben wie nach unten hingegeben. Es zeichnet sich eine Trendwende, zumindest in dieser Darstellung möglicherweise ab. Wenn wir eine Zeitebene tiefer gehen, und zwar die Kerzen auf 4-Stunden-Basis anschauen, dann muss man ganz klar sagen, da ist eine Trendumkehr zu sehen, eine Waage. Und da würde ich persönlich eher die Short-Seite favorisieren, denn wenn wir uns unterhalb der Wolke bewegen, sind es eher Verkaufssignale als steigende Kaufsignale. Wenn man jetzt, wie gesagt, diese Kerzen auf 4-Stunden-Basis betrachten würde, das ist auch die Indikation auf Cetra an der Stelle. Möglicherweise hat man im Future oder auch mit anderen Indikationen leicht andere Bilder, aber das ist für mich so diese Trendfolgeindikation mit dem Ichimoku Kinkoio an der Stelle. Und sollten wir weiterfallende Kurse sehen, dann sehen wir möglicherweise hier eine erste Unterstützung in der Region 13.050, 13.100 Punkte. Das war auch so diese Region, die wir überwunden haben, quasi Mitte Juli, also ungefähr vor knapp einem Monat, was auch charttechnisch diesen Anstieg erklären könnte, natürlich mit weiteren Nachrichten verbunden zur Erklärung. Und wir sehen in der Region 12.400, wenn wir uns dieses Chartbild anschauen, auch eine Unterstützung in dieser Region. Also durch das Trendumkehrsignal der W-Formation konnte man hier eine Unterstützung ableiten oder würde ich jetzt persönlich drin sehen, und sollte diese Unterstützung bei ca. 13.100 Punkten nicht greifen, wäre natürlich durchaus Luft nach unten hin, wenn wir weiterfallende Kurse haben. Und das Thema Sommertheater auch an der Börse, wenn wir uns einfach mal hier den Chart anschauen, bleibt erhalten. Nochmal der wichtige Hinweis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Kern ist es eigentlich egal, was ich in den Charts sehe. Wichtiger ist es, was Sie in Ihrem Plan vorliegen haben. Und wenn Sie Lust und Laune haben, dann können Sie gerne hier auf YouTube beispielsweise, wenn Sie das Video anschauen, konstruktiven, aber auch sachlichen Austausch hier durchführen. Bin da auch sehr gerne für Ihr Feedback offen. Ja, sehr gerne. Dazu lade ich auch noch mal herzlich ein. Aber Herr Wohlerich, habe ich es jetzt richtig herausgehört? Sie sind jetzt kurzfristig dann eher bearish für den DAX? So könnte man das durchaus betrachten, wenn ich jetzt den Ichimoku Kinkoio als Trendfolgeindikator heranziehe. Wenn ich andere Zeitebenen mir anschaue, zum Beispiel die Kerzen auf Wochenbasis, ja, ein größeres Bild an der Stelle, dann wäre ich eher hier mit abwartender Thematik. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja draußen Zuschauerinnen und Zuschauer, die traden den DAX auf Minutenbasis, auf 5-Minuten-Basis, auf Viertelstunde, auf Stundenbasis die Kerzen. Und dann ergeben sich natürlich auch immer wieder andere Formationen, wo der eine vielleicht auf steigende Kurse setzt, setzt der andere auf fallende Kurse. Deswegen meine Erklärung, wer die Kerzen auf Tagesbasis sich anschaut, abwarten. Wer sich die Kerzen hier im DAX auf 4-Stunden-Basis anschaut, würde ich persönlich eher im Chartbild eher fallende Kurse berücksichtigen.
Letzte Frage für dieses Interview, Herr Wolaritsch. Sie sind jetzt gerade auch aus dem Urlaub zurück. Die aufmerksamen Zuschauer haben es gemerkt, Sie waren 3 Wochen nicht bei uns auf Sendung und die Urlaubssaison endet jetzt auch bald. Was bedeutet das für die Börse? Kehren die Anleger jetzt zurück oder hält der Pessimismus Sie wahrscheinlich trotzdem in Zukunft weiter fern vom Kapitalmarkt? Ja, wie ich schon beim letzten Interview, glaube ich, gesagt habe, hoffentlich stirbt die Aktienkultur nicht aufgrund des ersten Börsenhalbjahres an der Stelle, was sich in den letzten 2, 3 Jahren so entwickelt hat. Ich glaube allerdings, wenn wir rein kurzfristig uns das anschauen, dann muss man einfach auch diese großen Zeitenebenen sich anschauen. Und der Sommer war ohnehin immer schon sehr volatil, eher nachgebender Faktor. Wir haben natürlich aufgrund der Informationslandschaft, aufgrund des Internets, aufgrund von Smartphone, Tablet eine andere Verfügbarkeit als Investor oder als Investorin zum Thema Kapitalmarkt. Sicherlich war der ein oder andere auch am Strand, so wie ich, immer up to date auf dem Smartphone über den Depotstand. Ob man dann eingestiegen ist, muss man da schauen. Aber um auf die Frage nochmal kurz zurückzukommen, wir sind aktuell im sogenannten Börsenspätsommer oder kurz davor, denn kalendarisch, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, am 23.09. diesen Jahres ist der kalendarische Herbstanfang, also wir sind knapp einen Monat davor. Man muss dazu sagen, die Themen sind ja bekannt. Wir haben das Thema Energiepreise, sind überproportional gestiegen. Lieferengpässe weiterhin in verschiedenen Branchen und Sektoren. Rohstoffpreise fahren gefühlt Achterbahn, nicht nur in den Ferienparks, sag ich jetzt mal, fährt man hoch und runter, nein, auch am Rohstoffmarkt für einzelne Werte. Wir haben dann erschwerend noch das Thema schwacher Euro gegenüber den US-Dollar, was dann zusätzlich die Beflügelung mit sich bringt, Interpretationen und viele Fragezeichen über den Kopf zu bilden zum Thema Inflation und zu den Entscheidungen der Notenbanken, sowohl in Europa beziehungsweise aber auch in Amerika und in anderen Ländern dieser Welt. Und um es kurz zu sagen, hätten wir aufgrund der Energiepreise und der Rohstoffpreise, hätten wir alternativ einen steigenden Aktienmarkt, muss man ganz klar sagen, würden wir wahrscheinlich die lebhafte Diskussion, die teilweise geführt wird, weniger an der Stelle haben zum Thema Rohstoffpreise und Energiepreise. Man muss aber dazu sagen, es ist halt nun mal so in der Thematik des Social Medias, in der Welt des Unterhaltens gehört es einfach dazu. Aktuell ist gefühlt überall Wohlstandsrückgang vorhanden. Ich frage mich manchmal, wer jammert da größer, der schon dicke Scheine hatte in der Geldbörse oder der schon früher quasi hier achten musste auf das Kapital. Und respektvoll würde ich dazu sagen, ich sitze hier auch nicht auf meinem Trönchen, ist ein Holzstuhl, einfach in meiner Kulisse, aber ich hatte auch mal Zeiten, wo ich mal rechnen musste, stärker als mir lieb war. Deswegen kann ich draußen nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die aufgrund der gestiegenen Energiepreise Fragen haben, ganz andere als dieser Börsenfuzzi, der jetzt hier zu sehen ist, der über den DAX philosophiert. Und wie gesagt, Wohlstandsverlust mag sein an der Stelle, aber der ist ja auch in den letzten Jahren teilweise auch gestiegen. Also das gehört auch dazu. Und ich glaube persönlich, wir als Gesellschaft müssen einfach mal ein bisschen stärker zusammenrücken. Ansonsten verlassen uns weitere Künstlerinnen und Künstler in Richtung Dubai und Co. Mag zwar schön sein, dass das Wetter schöner und angenehmer ist, vielleicht auch der Steuersatz ein bisschen anders ist, aber ich glaube, die Wahrheit ist ein bisschen anders manchmal. Deswegen, wenn wir in der Gesellschaft ein bisschen zusammenrücken würden. Ich habe keine großen Lösungsvorschläge, aber manchmal sind es die kleinen Dinge, die schon dazu beitragen könnten, dass jeder von uns irgendwo seinen Anteil daran hat. Und nochmals der Hinweis. Ich glaube ganz stark, dass wir einen sehr, sehr volatilen Jahresausklang haben. Häufig haben wir das Thema Zwischenwahljahr in den Vereinigten Staaten vor Augen, aber das dominierende Thema ist nicht, ob Donald Trump irgendwie nochmal als Präsident kommen kann. Das Thema werden wir in 1, 2 Jahren haben. Aktuell ist es einfach so, viele interessieren sich über das eigene Portemonnaie, über das Thema Inflation und wie können sie ihre Rechnungen bezahlen. Und da einfach mein Hinweis an der Stelle, und es ist wirklich, ich habe keine großen Lösungsvorschläge an der Stelle, dafür haben wir gewählte Vertreter diesbezüglich. Aber ich glaube, wir können nur im kleinen Rahmen Stück für Stück, wenn wir als Gesellschaft zusammen agieren, hier uns aus dieser Thematik rauskämpfen. Wir sollten aufhören, nur noch vielleicht diese Flickenteppiche zu flicken, sondern auch das Große zu betrachten. Und da hat jeder halt einfach auch in der Gesellschaft seine Verantwortung, auch meine Person. Und deswegen das Börsenhalbjahr
das wir aktuell haben, wird weiterhin volatil sein. Wir werden uns weiterhin mit dem Thema Inflation beschäftigen müssen. Aber ich muss das auch dazu sagen, Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema beruflich bedingt mit dem Thema Börse zu beschäftigen, hatten wir auch damals Inflation. Das war jetzt in den letzten 20 Jahren etwas anderes. Wir müssen uns als Gesellschaft wieder daran gewöhnen, dass wir Preissteigerungen haben. Und jetzt gilt es auch hier an verschiedenen Stellen zu überlegen, wie können wir da angehen, wie können wir diversifizierter aufgestellt sein. Und es wird halt, warum auch immer, ein sehr sportliches Jahr, nächstes Jahr auch. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft über andere Themen weiterhin auch philosophieren werden, was die Märkte dann bewegt, nach oben wie nach unten hin. Die Frage, ob den Anlegern jetzt das Geld zum Investieren ausbleibt, liebe Zuschauer, habe ich übrigens auch Marc Richter gestellt. Er ist Händler hier auf dem Börsenparkett. Die Antwort können Sie sich dann in einem anderen Interview auf der Aktionär.tv anschauen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Christian Wohlerich für die vielen Antworten. Ganz herzlichen Dank und bis nächste Woche. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Interview. Bis zum nächsten Mal.